Wie du weißt, unterhalte ich mich seit geraumer Zeit immer wieder mit verschiedenen Leuten über Zertifizierung, wie sich das Ganze verändert. Und jetzt befinden wir uns so kurz nach dem Launch der 2012er Produkte. Wie sieht das aus mit der Zertifizierung für 2012? Ist man da jetzt schon so weit, dass man es im deutschen Markt zur Verfügung hat? Und wie hat sich das Ganze jetzt entwickelt? Ja, genau. Also wir sind ja 2 Jahre dabei hier in Deutschland. Und so der Prüfung, die Prüfung haben wir nicht viel verändert dieses Jahr. Also wir machen weiter wie früher. Aber erstens haben wir jetzt deutsche Schulungsunterlagen, damit wir ein Vorbereitungsmaterial haben von Autodesk-Seite. Früher hat jeder Partner ihre eigenen Unterlagen geschrieben. Jetzt hat man ein Standardwerk, das eingesetzt werden kann. Und dann zweitens haben wir jetzt mehr Partner, die die Zertifizierung anbieten. So ich würde mal sagen, wir können jetzt die Zertifizierung in ganz Deutschland, aber auch in Österreich und in der Schweiz anbieten. Das heißt also, die lokal vertretenen ATCs, die autorisierten Trainingscenter, können diese Zertifizierung fast alle durchführen oder nur einige? Fast alle jetzt. Wir haben ja, wie gesagt, vor zwei Jahren angefangen mit ein paar Zielpartnern und jetzt sind mehr und mehr dazu gekommen. Und außerdem arbeiten wir jetzt mit Pearson U. Das ist eine Organisation, die Prüfungen von mehreren Anbietern anbieten können. Und als Benutzer bucht man einen Termin da und nimmt die Prüfung, die man nehmen möchte, sozusagen. Und da ist jetzt Autodesk auch dabei. So dann, damit können wir die Benutzer, die eine Schulung haben möchten, gehen zu unserem Training Center. Diejenigen, die schon ziemlich gute Kenntnisse haben, können dann eine Prüfung, nur eine Prüfung abnehmen und die können dann zum Pearson View gehen. So es gibt also diese Möglichkeiten, die besitze ich, wo man eigentlich steht in den Zellen. Das heißt also, diese Pearson-Geschichten, sage ich jetzt mal, für diejenigen, die jetzt aus dem Autodesk-Channel mit Autodesk-Produkten arbeiten, die kennen ATCs. Aber dieses Pearson bedeutet, das ist genauso ein Testcenter wie halt eben ein ATC in dem Fall, oder ist es ein Online-Test? Es ist ein Testcenter, aber man kann keine Schulung da bekommen. Also man nimmt nur die Prüfung und dann geht man nach Hause, sozusagen. So es ist also eine Möglichkeit, würde ich sagen, für diejenigen, die schon gute Kenntnisse haben, keine Schulung haben möchten. Von unserer Seite würden wir würden sagen, die Mehrzahl von den Benutzern sollten doch zu einer ATC gehen und eine Schulung bekommen. Aber es gibt immer diese Variante. Ja, okay. Jetzt ist da noch eine Frage. Ich kann für zum Beispiel Anwender sagen, okay, ich bin erst letztes Jahr zertifiziert worden. Muss ich mich jetzt dieses Jahr wieder zertifizieren oder ist man halt nicht für ein Jahr zertifiziert, sondern für ein Produkt zertifiziert? Man ist für ein Produkt zertifiziert. Das heißt also, man muss nicht unbedingt jedes Jahr sich neu zertifizieren, aber wir bieten die Prüfungen versionsspezifisch an. Und deshalb haben wir auch es gibt einen kurzen Weg. So, wenn man voriges Jahr ein Certified Professional ist, muss man dieses Jahr nur eine Prüfung nehmen. Wir haben ja 2 Prüfungen und man muss nur eine nehmen und dann hat man seinen Professional Status updated. Okay. So, es gibt einen schnelleren Weg, wenn man doch für jede neue Version seine Zertifizierung updaten möchte. Aber ich möchte sagen, die Zertifizierung ist, wenn man zertifiziert ist, dann ist das für ewig gültig. Also man muss nicht jedes Jahr updaten. Weil es draußen der ein oder andere hat, habe ich schon mal gehört, sagt, ja, man ist dann zertifiziert, aber dann kommt das nächste Jahr, das nächste neue Produkt und da muss man sich wieder zertifizieren lassen. Also die Zertifizierung ist für das Produkt, nicht für ein Jahr. Genau, ja, so ist es. Und es ist ja auch so mit unseren Produkten, nicht jeder Anwender updatet jedes Jahr so eine neue Version. Also dieselbe Geschichte gilt mit der Zertifizierung. Wir würden sagen, also was ich auf globaler Ebene sehe, ist, dass die Anwender eher jedes zweite Jahr die Prüfungen nehmen. Ja. Aber auch viele nehmen diesen kurzen Weg, damit man nur jetzt eine Prüfung sitzen muss und dann hat man seine volle Zertifizierung updated. Okay, dann bedanke ich mich für die Information und ja, noch einen schönen Tag. Ja, gleichfalls.